Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Dienstag, der 13. Oktober und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen in dieser Woche. Da haben wir heute die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland und um 14.30 Uhr wie üblich den Verbraucherpreisindex. Am Mittwoch dann den Erzeugerpreisindex aus den USA und dann am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philly-Fed-Herstellungsindex und um 16.30 Uhr wie üblich die Rohöl-Lagerbestände. Am Freitag schließt der Zahlenreigen dann mit dem Verbraucherpreisindex um 11 Uhr, um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze dann noch aus den USA. Und noch ein Termin in eigener Sache. Heute Abend Teil 2, kleines Konto, Großtraden, die Live-Webinar-Reihe. Hier gehen wir wieder einmal über 10 Wochen auf alle wichtigen Themen zum Thema Trading mit einem kleinen Konto ein. Dahinter liegt auch noch ein Live-Konto, mit dem wir dann heute Abend in den Screening-Prozess hineinstarten, so dass wir dann auch die ersten Positionen dann finden können. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben möchtet, dann schaut einfach auf meiner Webseite vorbei, mariolüttemann.com. Dort habt ihr noch die Möglichkeit, mit einzusteigen, wenn ihr möchtet. Schauen wir auf den S&P 500 Index. Was hat sich dort getan? Nachdem wir hier ja seit Anfang September saisonal gesehen auch typisch die große Korrekturwelle gesehen haben, prozentual war das natürlich jetzt nicht die riesen Abwärtsbewegung, aber saisonal 10%, ein typisches Bild. Auch das ist ja etwas, wo wir sowohl in den Trader-Ausbildungen als auch in den Investment-Ausbildungen immer wieder drauf eingehen. Jetzt können wir sehen, dass der S&P in den vergangenen Tagen hier diese Bewegung nach unten wieder komplett aufgeholt hat und wir sehen, dass wir hier kurz vor den neuen Hochs stehen. Heute am Dienstag haben wir am Vormittag erst einmal das Bild, dass der Markt etwas schwächer ist. Das bleibt aber auch nicht aus nach der starken Bewegung, die wir hier nach oben gesehen haben. Es hat ja in den vergangenen Tagen keine wirkliche Korrektur gegeben. Wenn wir mal den heutigen Tag rausnehmen, haben wir die letzten vier Handelstage eigentlich gesehen, dass der Schlusskurs deutlich höher war als der Eröffnungskurs. Das spricht natürlich für Stärke. Da sieht man auch, dass das saisonale Bild sich jetzt natürlich am Ende auch wieder ins Positive wandelt. Wir haben ja immer diesen Switch so Mitte, Ende Oktober in den amerikanischen Märkten, dass wir hier auch wieder auf ein bullisches Terrain kommen. Wie sieht es im Nasdaq aus? Auch hier hatten wir ja einen langen Aufwärtstrend, der hier bis Anfang September gehalten hat. Dann hier sehr schön den Korrekturtrend, den wir hatten. Zwischenzeitlich hat sich hier wieder ein kleiner Aufwärtstrend gebildet, nachdem es hier ja, darauf sind wir ja vor zwei Wochen auch eingegangen, hier unten zu einer Trendverletzung gekommen ist, des kleinsten Trends. Aber wie gesagt, ein neuer kleiner Trend hat sich zwischenzeitlich entwickelt. Der mittlere Trend ist noch nicht wieder intakt, aber der kleine ist jetzt schon wieder da. Das heißt also, hier macht es auf jeden Fall Sinn, nach Ausschau nach neuen Positionen zu halten. Das haben wir ja auch schon innerhalb des Screening-Dienstes in der letzten Woche gemacht. Also von daher, auf jeden Fall werden wir auch jetzt hier weiter den Blick auf die Long-Seite legen. Kommen wir noch zum deutschen Markt. Da sieht das Bild zwar sauber aus, aber nicht am Ende des Tages doch nicht so interessant wie im amerikanischen Markt. Wir sehen das auch hier. Ich zeichne das hier nochmal kurz ein. Der deutsche Markt hat hier seinen Aufwärtstrend immer noch intakt. Das ist wichtig. Der Trend ist hier nicht gebrochen worden. Hier, wir sehen auch, dass der Tiefpunkt, der sogenannte P3, deutlich noch unter der 200-Tage-Linie liegt. Diese ist hier vor zwei Wochen angetestet worden. Auch das hatten wir ja vor 14 Tagen besprochen im Wochenausblick, dass das häufig ein gutes Signal ist, ein gutes Setup von hier aus in den Long-Markt zu kommen. Die Hochs von September liegen hier bei 13.461 Punkte. Das heißt also, da ist auf jeden Fall noch Luft. Ich glaube nicht, dass wir uns vom amerikanischen Markt hier abkoppeln werden. Das haben wir auch in den letzten Wochen nicht wirklich geschafft. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, S&P
Und Nasdaq haben sich deutlich besser von den Tiefs zwischenzeitlich erholt, als das im DAX ist. Trotzdem natürlich Einzeltitel sind hier zum Teil sehr, sehr gut gelaufen. Ein Titel, der besonders gut und interessant ist, auch immer noch, ist ein Titel aus unserem Screening-Dienst, die Aktie von Merck. Wir haben die Aktie aufgenommen, hier als es in Richtung Korrektur ging, haben dann gesagt, okay, wir warten darauf, dass der Markt hier diese Korrektur vollzieht, die auch relativ schnell gekommen ist und hat jetzt hier wirklich eine schöne Aufwärtsbewegung hinlegen können, vor allen Dingen, nachdem es hier auch nochmal zu einer Umkehrkerze gekommen ist. Man kann das hier ganz gut sehen, vom Tief zum Hoch hat die Aktie sich hier auch sehr schön in den letzten Tagen entwickeln können, hat hier 7% machen können. Und das ist eben der Vorteil, wenn man eben einen guten Blick hat, welche Aktien sehen besonders gut aus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, vor allen Dingen, wenn man im Aktienhandel unterwegs ist, immer erst zu analysieren, was ist in den Indizes und dann gehen wir entsprechend auf die Einzeltitel. Und genau das zum Beispiel sind ja auch Schwerpunkte, beispielsweise heute Abend bei Kleines Konto groß traden oder natürlich auch im Gesamtbild unserer Trader-Ausbildung, wo wir auch heute hier nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen. Ja, und wenn wir jetzt einmal noch kurz resümieren wollen, wie sieht es aus, welche Märkte sind jetzt eigentlich die, die besonders spannend für uns ist, dann bleibt eigentlich nur ganz klar zu sagen, der amerikanische Markt sieht deutlich besser aus als der deutsche Markt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass wir natürlich in allen Märkten gute Chancen haben, jetzt Titel herauszusuchen. Es macht einfach Sinn, jetzt hier den Grundstein zu legen für die letzten 10, 12 Wochen des Jahres. Ganz, ganz klar, Jahresendrallye, ihr wisst es, all diese Dinge werden wir jetzt natürlich auch mit einbeziehen. Einziger Wermutstropfen, der immer noch da ist, ist die US-Präsidentschaftswahl Anfang November. Da wird es sicherlich nochmal zu einer erhöhten Volatilität kommen. Nichtsdestotrotz, im Moment sehen wir, dass die Volatilität deutlich aus den Märkten herausgegangen ist, wenn wir uns die Futures anschauen auf die Volatilität. Die sind deutlich zurückgekommen in den letzten Tagen. Auch die Händler aus dem Mastermind, die die Volatilität handeln, haben in den letzten Tagen sehr, sehr schöne Gewinne einfahren können. Das heißt, wir haben ein schönes Marktumfeld. Es macht richtig Spaß, jetzt neue Positionen aufzubauen. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, welche Titel uns heute auch gleich im Screening-Prozess dann auffallen, welche wir dann innerhalb des Screening Dienstes dann auch im Laufe des Nachmittags aktualisieren werden. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag, eine ganz tolle Woche und freue mich auf alle die, die am Wochenende mit dabei sind beim Mastermind-Seminar Volatilität in Frankfurt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.